Willkommen bei der neuesten Ausgabe von NC Sports Weekly News. Im Line-Up. Das Freestyling in Sylt wird immer stärker, während Sara Kito-Fringa und José Golito Estredo einen weiteren PWA-Welttitel gewinnen. Nautical Channel ist mit Lucia Metzbauer im Backstage-Bereich. Zero Hour kommt für das Volvo Ocean Ray immer näher. Alicante, Hafenregatten und Hafenauswertungen mit unserem Senior-Korrespondenten Sebastian Destremont. Das Alinghi-Team, geführt von Morgan Larsen, gewinnt Akt 7 in Nizza. Während die ASP WWC 2014 sich ihrem Ende neigt, gewinnen JJ Florence in Frankreich und Stephanie Gilmore in Portugal. In Bilbao besiegelt Gary Hunt seinen vierten Cliff Diving World Serientitel. NC Sports. Tauchen Sie ein in die Action. Während der letzten Woche in Sylt auf dem Windsurf World Cup feierten José Golito Estredo und Sara Kito-Fringa ihre Freestyle-Welttitel. Dies war eine wirklich unglaubliche Leistung, vor allem weil es nun der sechste Welttitel für den Venezolaner und den siebten für den Arubaner ist. Die anderen Ergebnisse aus Sylt: Der israelische Arnon Dagan legt eine unglaubliche Show beim Männerslalom ab und schubste den französischen Favoriten Cyril Musselmani auf Platz 2 und seinen Landsmann Julien Quintel auf Platz 3. Dieses PWA Super Grand Slam Event in Deutschland ist ein ikonisches Event für die Piste, vor der letzten Etappe dieser Saison in Maui und Neukaledonien, welche im November stattfinden wird. Alles begann mit einem jungen Amerikaner, der mit seinem Surfbrett im Jahr 1970 nach Sylt kam. Der Rest ist Windsurf-Geschichte. Nautical Channel mit Lucia Metzbauer als Gastgeberin zeigt uns einen kompletten Report über Sylt vom Davidoff Cool Water Windsurf World Cup. Hier eine besondere Vorschau. Hallo NC Sports Fans, wir sind hier hinter den Kulissen mit Klaus Vogert und möchten Sie einladen zu Sylt, Königin der Nordsee, beginnend am 24. November um 21 Uhr, nur auf Nautical Channel. Einem 30-minütigen Spezialbericht auf Nautical Sports über diese einzigartige Insel in der Nordsee, einschließlich des PWA-Stops. Erfahren Sie mehr über Profi-Windsurfing und treffen Sie weitere Einheimische, die uns ihre Lieblingsplätze für Wassersport hier auf Sylt zeigen werden. Charlie Enrights Lächeln sagt alles, als er sein Team Alvimedica in Alicante ins Ziel und damit zu einem Sieg führt. Sie sehen die Segler-Updates. Willkommen im Studio. Es ist ein weiter, langer, langer Weg und dennoch gibt es dem türkisch-amerikanischen Team Selbstbewusstsein. Erstaunlich, es ist ein relativ schweres Segeln. Wir sind in einer Position, in der wir auf die Fehler der anderen Booten warten, um durchzustarten. Wir werden auch noch genau so weitermachen und nur so haben wir es geschafft, an die Spitze zu kommen. Man kann solch einer fantastischen Segelshow nichts entgegenhalten an einem Tag mit einem strahlend blauen Himmel, mit 14 Windknoten und tausenden Fans, die von der Küste aus zusehen. Abu Dhabi wird verweigert durch bloß 5 Sekunden mit spanischen Teilnehmern Mapfre und weiteren 25 treibenden Sekunden. Diese Ausgabe des Volvo sieht toll aus. Der Eventmanager Knut Frostad gibt seiner Position alle Ehre, indem er alles bis auf ein Design änderte und dafür, dass es das Hafenrennen strikt vom World Ocean Rennen teilt. The boat is now secondary, and that's what's so exciting about this Volvo. It focuses the entire story on remarkable people and their remarkable skills in a remarkable race.
Einer der angesehensten Segler-Journalisten, Digby Fox, hält seine Nase ganz weit raus. Skipper Ian Walker kommt mit einem 1A-Team zurück ins Rennen. Sie zerstörten schon das Round Britain und das Island Race und werden mit einem Ziel vor Augen antreten. They smashed the Round Britain and Island Race and will start with the targets on their backs. Mapfre ist der Gewinn des Bündels. Ica Martinez und Srabi Fernandez haben noch einen ungeklärten Kampf mit dem Volvo zu klären. Das Duo hat eine Geheimwaffe namens Michel Desjoyo und alias El Professor. Gibt ihnen eine Etappe, um warm zu werden, und dann lehnt euch zurück und haltet Ausschau. Vestas von Chris Nicholson ist letzter in seiner fünften Volvo. Der beste Sponsor, diese jungen Männer haben null Druck und werden wahrscheinlich sehr gefährlich sein. Die erste Etappe beginnt am Samstag, dem 11. Oktober, von Alicante nach Kapstadt. Die Extreme Sailing Season 2014 in Nizza neigt sich dem Ende zu und erlebte letzten Samstag während des 7. Akts einen entscheidenden Moment, als Morgan Larsen mit dem Team Alinghi den ewigen Stillstand mit Leigh McMillan und dem Wave Musket Team zerbrach. Es war eine tolle, mit einem hohen Ergebnis zu enden. Wir hatten eine gute Gewinnspanne, als der Tag anfing. Es gab das Potenzial, wirklich einige Punkte durch die Wellen einzubringen. Wir rutschten ab und sie segelten wirklich gut. Der Druck lag wieder auf uns und als das geschah, segelten wir etwas besser und es war toll, mit einer hohen Punktzahl zu enden. Wissen Sie, dieses Team braucht den Druck und die Herausforderung. Wenn es einfach nur darum geht, andere Boote einzuholen, sind wir nicht wirklich bei der Sache. Wenn es jedoch darum geht, rauszufahren und ein Rennen zu gewinnen, dann geben wir unser Bestes. Ein unerwarteter Sturm veränderte die Windumstände am letzten Tag auf den Etappen. Das Schweizer Team begegnete auf der Piste Jérômes Team und gewann mit 12 Punkten Vorsprung. Und damit kommt Jérôme auf den 2. Platz. Ben Hensleys Bar-Team zeigte, dass sie schnell dazulernen und schlossen diese Saison mit dem 3. Platz ab. Das britische Team gewann 5 Rennen, musste jedoch auch mehrere Niederlagen einstecken. Das Team zeigt, dass es zwar noch kämpft, um weiterzukommen, jedoch in dieser Saison auch viel dazugelernt hat. Das wirkliche Unglück passierte jedoch in Nizza auf der Wave Musket. Mit 9 Rennen, davon 4 Siegen, schafften sie es, nur 8 Punkte zu erzielen. Alinghi ruht sich im Moment auf 9 Punkten aus. Der Welttitel ist nun für Omani schwer zu erreichen, aber dennoch nicht unmöglich. Man lernt aus solchen Begebenheiten. Wir hatten die letzten 2, fast 3 Jahre ein gutes Spiel. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann man die ersten Fehler macht. Und aus diesen Fehlern lernt man dann. Wir fahren nach Sydney immer noch mit der Hoffnung, dass wir gewinnen. Bleiben Sie dran, um den spannenden 8. Akt des Extreme Sailing Series in Sydney mitzubekommen. Beginnend Mitte Dezember. Seien Sie dabei mit NC Sports. Mit 2 erreichten Finals und 2 verlorenen war es ziemlich klar, dass JJ Florence das Quicksilver in Frankreich gewann. Dieses Mal hat der Hawaiianer gegen den Brasilianer Jackson Andre 16:4,57 gewonnen. Ein weiterer unerwarteter Finalist. Weltstar Gabriel Medina wurde durch den Australier Josh Kerr eliminiert.
Weltstar Kelly Slater kam ebenso ins Viertelfinale, nur um dort durch die Südafrikanerin Jodie Smith geschlagen zu werden. Um die Gewinnchance nicht allzu klein werden zu lassen, blieb die amerikanische Legende etwas hinter Medina und bleibt damit immer noch im Rennen. In Frankreich kamen leider Joel Parkinson und Mick Fanning, Weltmeister 2012 und 2013, nicht weiter. Während die Männertour nun in Moche Pro in Portugal weitergeht, ist die Frauentournee mit Stephanie Gilmore als Siegerin zu Ende gegangen. Das Rennen gegen Sally Fitzgibbons ging 15,36 zu 14,44 zu Ende. Tyler Wright verlor gegen Gilmore 14,60 zu 15,60. Sie schafft es jedoch, noch genügend Punkte zu sammeln, um es auf Platz 3 zu schaffen. Die Weltmeisterin von 2013, Carissa Moores Hoffnung auf den Wetttitel, wurde durch eine Niederlage von 11,10 zu 11,66 gegen Manlia Manuel zerstört. Alle Surffans aufgepasst, die ASB World Championship Tour ist nun an ihre Spitze gelangt. Die ganze Action kommt bald hier auf NC Sports. Auf der 27 Meter hohen Plattform auf Bilbao. Darum haben sich alle Fans versammelt, um das vorletzte spektakuläre Cliff Diving Series Event dieses Jahres anzuschauen. Im Kampf für den diesjährigen Titel sind Artem Silchenko, Weltmeister 2013, und dreifacher Weltmeister Gary Hunt gegeneinander angetreten. Für die Zuschauer ein spannendes Rennen, denn beide Athleten erzielten während des Events 500 Punkte. Während einer tollen Saison kam das Britain nach Basque City. Ohne zu zögern erzielte Hunt 501,80 Punkte. Nach einer schmerzlichen Schulterverletzung wusste der Russe, dass er hier gewinnen müsse und erzielte 522,40 Punkte. Dennoch reicht dies nicht für den Titel. Ein großer Tag für den neuen polnischen Stern Chris Kolanus. Mit 460 Punkten kam er auf Platz 3. Der letzte Halt während der Saison 2014 wird Yucatan in Mexiko sein. Mit dem zweiten Platz hier in Bilbao und 200 Extrapunkten ist es klar, dass Gary Hunt seinen vierten Welttitel innerhalb 6 Jahren beim Red Bull Cliff Diving World Series gesichert hat.